Monika Wegener auf dem Weg nach Haus. In ihrer Wohnung fühlt sich die 65-Jährige wohl und vor allem sicher. Doch trotzdem ist Vorsicht geboten, denn gerade in den eigenen vier Wänden lauern zahlreiche Stolper- und Sturzgefahren. Davon betroffen sind vor allem ältere Menschen. Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind es bereits bei den unter 65-Jährigen ca. 30%, die einmal im Jahr einen Sturz erleiden. Bei den 80 bis 89-Jährigen sind dies bereits schon 40 bis 50%. Und wenn man sich dann die Altersgruppe der über 90-Jährigen anschaut, sind ungefähr die Hälfte dieser Menschen von einem oder sogar mehrmals im Jahr Sturzereignis betroffen. Sturzprophylaxe ist deshalb besonders wichtig, also Gefahrenquellen erkennen und beseitigen. Hochstehende Teppichkanten zum Beispiel sind beliebte Stolperfallen. Oder wer kennt sie nicht, die Kabel, die quer durch den Raum verlegt werden. Aber auch schlecht sitzendes Schuhwerk und weite Kleidung können letztendlich zu Stürzen führen. Doch hierbei handelt es sich nur um die äußeren Faktoren. Neben den Stolperfallen spielt auch der Gesundheitszustand eine wichtige Rolle. Es gibt dann auch diese intrinsischen Faktoren, das heißt Veränderungen, die aufgrund des Alters vorkommen, Einschränkungen der Sehfähigkeit, Abnahme der Muskulatur, der Balancefähigkeit, die dann natürlich wieder zu einem Sturzereignis führen können. Aber was wir bei unseren älteren Menschen nicht vergessen dürfen, sind die vielen Medikamente, die sie im Zweifel aufgrund der vielen Erkrankungen im Alter einnehmen müssen, die dann auch wieder zu Stürzen führen können. Deshalb ist es wichtig, dass vor allem die Stolperfallen in der Wohnung verschwinden und Vorkehrungen getroffen werden. Die Kabel zum Beispiel sollten an der Wand verlegt werden. Noch besser sind spezielle Kabelschellen oder Kanäle. Auch die Gefahrenquelle Teppich ist schnell beseitigt. Und im Bad sind rutschfeste Unterlagen und Haltegriffe sinnvoll. Außerdem sollte man etwas für seine Gesundheit tun. Calcium und Vitamin D zum Beispiel stärken die Muskulatur und die Knochenfestigkeit. Darüber hinaus sind Sport und ein aktives Leben besonders wichtig. Wichtig ist ein regelmäßiges Kraft-, Ausdauer- und Balancetraining. Dieses kann man durchführen im Rahmen von Wanderungen, Spazierengehen, Tai Chi, Gruppentraining, in denen Balancetraining angeboten wird. Tanzen ist auch eine sehr gute Möglichkeit, dieses Training zu erreichen. Ein Nutzen ist bereits ab einer Stunde pro Woche nachgewiesen. Optimal wären natürlich 3 bis 5 mal 30 Minuten in der Woche mäßiges Training. Aktiv bleiben ist also wichtig. Und wer mit einem kritischen Blick durch die Wohnung geht, der hat auch schnell die größten Stolperfallen entdeckt und beseitigt.